Heute geht es bei uns unter anderem um Einblicke in hiesige Unternehmen und um ein Gesetz. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir haben Donnerstagabend am 14. März. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich ja mitten im zweiten Schulhalbjahr und für einige gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Was werde ich beruflich mal machen? Mit der Aktion der Woche der offenen Unternehmen haben genau diese Kandidaten die Möglichkeiten, in den Firmen schon mal auf Tuchfühlung mit dem Ausbildungsberuf zu gehen. Wir haben Jugendliche bei ihrer Stippvisite begleitet. Die Woche der offenen Unternehmen ist auch 2019 wieder eine gute Gelegenheit für Ausbildungsbetriebe der Region, den Schülern und vielleicht künftigen Lehrlingen die Möglichkeiten in der Region zu präsentieren. Wieder mit dabei war 2019 die Meyer Drehtechnik GmbH aus Marienberg. In drei Gruppen wurden die Fertigung, Lagerlogistik und die Ausbildungsberufe selbst durch Ausbilder und Personalleitung vorgestellt. Durch die Produktionshallen führte Norman Knorr. Eigene Werkzeugschleiferei zu installieren. Ganz einfach aus dem Grund, wenn man natürlich seine Werkzeuge selber herstellt, kann man selber OED ein bisschen, ich sag mal, forschen, selber mit verschiedenen Beschichtungen und sowas spielen, weil wir haben ja hier, wir arbeiten, wie man das schon sieht, mit relativ großen Maschinen und das in großen Stückzahlen. Also wir sind keine Einzelfertiger, wir fertigen nicht hier 10 Stück oder 100 Stück. Unsere Mindestlosgröße ist so ungefähr 1000 Stück. Die vielen Millionen Drehteile werden in alle Welt versendet. Dass diese auch ankommen, wo sie hin sollen, dafür ist die Logistik- und Versandabteilung zuständig. In einer Halle in der Nähe der B174 wird der komplette Versand organisiert. Kurze Frage, wie hat's gefallen? Es war interessant, viele Fakten. Ja, war schon gut. Es gab viel Interessantes, was man halt vorher noch nicht wusste. Und es war auch so, ja, interessant. Was war so das Besondere an diesem Berufsfeld? Also erleben, wie die ganzen Maschinen so funktionieren und ja. Wäre das ein Bereich, der für dich interessant wäre später mal? Ja, eigentlich schon. Also schon sowas mit Maschinen und Technik. Ja, eigentlich schon. Das Jahr 2019 ist ein Wahljahr, bei dem die Bürger gleich mehrfach an die Urnen gerufen werden. Am 1. September wird der Sächsische Landtag gewählt. Bereits am 26. Mai aber finden die Wahlen zum Europäischen Parlament zeitgleich mit den Kommunalwahlen, also denen für Stadt- und Gemeinderat sowie den Kreistagswahlen statt. Ja, bleiben wir gleich mal beim Thema Kreistag, liebe Zuschauer. Nicole hat sich nämlich mal damit beschäftigt. Der aktuelle Kreistag des Erzgebirgskreises traf sich am 13. März zur letzten Sitzung. Das 2014 gewählte Gremium hat seine 5-jährige Legislaturperiode damit nun hinter sich. Am 22. März wird der Kreiswahlausschuss tagen und die Anträge für die neuen Kreistagskandidaten prüfen. Auch diesmal wird der Erzgebirgskreis dafür wieder in 14 Wahlkreise aufgeteilt, von denen die Wahlkreise 9, 10 und 11 das mittlere Erzgebirge betreffen. Nach der Wahl am 26. Mai wird sich der Kreistag dann Anfang der zweiten Jahreshälfte zur ersten konstituierenden Sitzung treffen. Was so ein Kreistag alles entscheiden kann, hat die Landkreisverwaltung einmal in einem Tätigkeitsbericht über die letzte Legislaturperiode dargelegt. Die insgesamt 98 Mitglieder des bisherigen Gremiums hatten in ihrer Amtszeit etwa alle 3 Monate eine Sitzung. Dabei wurden allein im Kreistag mehr als 250 Beschlüsse gefasst. Noch einmal so viele waren es in den einzelnen Ausschüssen. So beispielsweise 114 neue Bauvorhaben im Kreisstraßennetz mit einem Gesamtwertumfang von ca. 50 Millionen Euro. Und ich denke, worauf wir auch ein Stück stolz sein können, ist, dass wir in diesen letzten 10 Jahren rund 41% unserer Kreisstraßen erneuert haben, also instand gesetzt haben. Das ist also fast die Hälfte, das ist ein guter Schnitt. Das soll uns aber nicht dazu verleiten, dass wir jetzt die Füße hochnehmen, sondern da liegen also nochmal 50% vor uns. In den Jahren 2014 bis 2018 wurden für Schulen in Trägerschaft des Erzgebirgskreises 3,85 Millionen Euro für Ausstattung beschlossen und zur Verfügung gestellt.
Seit 2008 wurden in die Baldorf-Villa in Marienberg ca. 957.000 Euro investiert. Das größte Bauprojekt der letzten 5 Jahre war das Erzgebirgsstadion in Aue, welches mit 19,86 Millionen Euro zu Buche schlug. Auch die Unterbringung von Asylbewerbern war ein wichtiges Thema in der letzten Legislaturperiode. So wurden 2015 2.800 Asylsuchende aufgenommen und untergebracht. Dafür wurden Gemeinschaftsunterkünfte, wie zum Beispiel im Marienberger Ortsteil Hüttengrund, in Betrieb genommen. Zur Stärkung des Ehrenamtes wurde der große Regionalpreis des Erzgebirgskreises der Erzgebirger ins Leben gerufen und im letzten Jahr erstmals verliehen. Diese Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen. Wer darüber noch mehr wissen möchte, der kann den Tätigkeitsbericht auf der Internetseite des Landkreises abrufen. Ja, heute wurde in Berlin über den Gesetzentwurf zum TSVG abgestimmt. Ausgesprochen heißt das Termin-, Service- und Versorgungsgesetz. Ja, was es damit auf sich hat, haben wir von Alexander Kraus erfahren. Wir haben heute im Deutschen Bundestag das Gesetz für schnellere Termine und eine bessere Versorgung im Gesundheitswesen verabschiedet. Viele Bürger im Erzgebirge schildern mir immer, wie schwierig es ist, einen Facharzttermin zu finden. Und wir wollen mithelfen, dass dort dieses Problem angegangen wird. Deswegen stärken wir die Terminservicestellen. Dort kann man anrufen, wenn man einen Facharzttermin haben möchte. Diese Terminservicestellen sollen künftig rund um die Uhr zur Verfügung stehen, dass man also zu allen Zeiten anrufen kann. Und sie sollen zum Beispiel auch mithelfen, wenn jemand ins Erzgebirge zieht und dann einen Hausarzt, einen ständigen Hausarzt sucht, dass der dann auch vermittelt wird. Die Fachärzte, die dann Termine annehmen, die wollen wir mit zusätzlichem Geld ausstatten. Sie sollen extra budgetär vergütet werden, dass sie also zusätzliches Geld bekommen, wenn sie mehr arbeiten, wenn sie mehr Patienten aufnehmen. Das wird also jeder Arzt dann wirklich auch spüren, dass er mehr Geld in der Tasche hat, wenn er mehr arbeitet. Gleichzeitig wollen wir 5 offene Sprechstunden anbieten, dass also der Augenarzt 5 offene Sprechstunden pro Woche hat, wo man sich nicht vorher einen Termin geben lassen muss, sodass auch dort der Zugang leichter gewährleistet ist. Und damit das für den Arzt attraktiv ist, gibt es eine extra budgetäre Vergütung. Wir werden auch dem Hausarzt mehr Geld geben, wenn er einen Termin beim Facharzt vermittelt, sodass auch dort der Anreiz da ist, dass der Hausarzt eine Überweisung zum Facharzt hinbekommt und dass es da ein starkes Bemühen gibt, wirklich auch für den Patienten einen Termin zu finden. Eine bessere medizinische Versorgung klingt soweit gut und ist auch erstrebenswert. Aber der Tag der derzeit praktizierenden Ärzte hat eben auch nur 24 Stunden. Man sollte weiter bei den Ärztezahlen am Drücker bleiben. Ja, hier an dieser Stelle meldet sich nun Sebastian Eberlein aus der Redaktion. Er hat nämlich wieder einen Hinweis, von welchem Lebensmittel Sie unbedingt die Finger lassen sollten. Rückruferweiterung der Firma Kutukuklu Backwaren GmbH und Cook AG aus Köln. Bereits am 22.02. diesen Jahres erreichte uns die Rückrufinformation über das türkische Blätterteiggebäck. Damals sowie auch heute wurde das Allergen Erdnuss nicht im Zutatenverzeichnis deklariert. In der Rückruferweiterung heißt es wie folgt: Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der Verarbeitung der Zutat Erdnuss ohne Kennzeichnung rufen wir die folgenden Produkte aus Gründen des Verbraucherschutzes freiwillig zurück. Betroffen sind alle Baklava, Blätterteige, die 800 Gramm Verpackungen sowie die lose Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 9.02.2019 bis einschließlich 28.03.2019. Aufgrund möglicher allergischer Reaktionen werden Kunden mit einer Erdnussallergie von dem Verzehr des Produktes dringend abgeraten. Kunden, die nicht allergisch auf Erdnüsse reagieren, können das Produkt bedenkenlos verzehren. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Hilmersdorf und Ansprung, Wechselrichter und Module von Photovoltaikanlage gestohlen, Zeugenaufruf.
Offenbar in der Nacht von Samstag auf Sonntag waren Diebe auf einem Betriebsgelände in der Groß-Olbersdorfer Straße in Hilmersdorf aktiv. Von einer dort installierten Photovoltaikanlage demontierten die Unbekannten insgesamt 21 Wechselrichter und entwendeten diese. Der Wert der Geräte wurde auf rund 31.500 Euro beziffert. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch waren Diebe in der Rübenauer Straße in Ansprung zugange und hatten es auf Photovoltaikmodule abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt 172 Stück vom Dach eines Firmengebäudes abmontiert, in der Folge offenbar verladen und entwendet. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge in diesem Fall auf 40.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am vergangenen Wochenende und in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der beiden Betriebsgelände beobachtet haben, die mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Auch Beobachtungen zu fremden Personen oder Fahrzeugen im Vorfeld der beiden Taten können für die Ermittlungen von Bedeutung sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marienberg unter Rufnummer 03735 60 60 entgegen. Ansprung, geschleudert und überschlagen. Der 60-jährige Fahrer eines Pkw Kia befuhr am Dienstag, 12. März gegen 22.30 Uhr die B171 aus Richtung Zöblitz in Richtung Ansprung. Ungefähr 200 Meter vor dem Ortseingang Ansprung geriet der Kia nach einer Rechtskurve ins Schleudern, drehte sich, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem angrenzenden Feld entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Es hätte heute so schön sein können, aber der stramme Wind ließ ein stärkeres Aufkommen von Frühlingsgefühlen verfliegen. Stellt sich die Frage, ob die Stürme hier bei uns normal sind? Die Antwort lautet ja, denn momentan gibt es sehr große Temperaturunterschiede auf der Nordhalbkugel. Der sehr kalten Polarluft stehen warme Luftmassen aus dem Süden gegenüber. Demnach gibt es auch große Luftdruckunterschiede, die sich durch Wind und eben auch Stürme ausgleichen. Im vergangenen Jahr war es die extreme Friederike. Also sind Stürme im Frühjahr nichts Außergewöhnliches. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel über unserem Sendegebiet bewölkt mit kleineren Wolkenlücken, durch die der zunehmende Mond und die Sterne blinzeln können. Ebenfalls mit von der Partie ist leichter Niederschlag. 90% beträgt das Risiko. In den tieferen Lagen fällt er als Regen und in den höheren Lagen als Schnee. Die Temperaturen entscheiden einfach, wo was fällt. Also, in Olbernhau am Ufer der Flöha zeigen die Thermometer zwischen 3 und 1 Grad an. In Marienberg rund um den Markt werden nur 2 bis 0 Grad erwartet. Und bei den Schopauern quält sich das Quecksilber auf 4 bis 2 Grad. Der Wind macht wieder Überstunden, denn er weht in Sturmböen mit bis zu 66 Kilometer pro Stunde aus Westen. Morgen am Freitag geht es los mit einem bewölkten Himmel und kurzen sonnigen Abschnitten. Die Sonne liefert in dieser Zeit eine Arbeitsstunde ab und das soll es dann auch für den restlichen Tag gewesen sein. Ja, der übrige Tag ist dann bedeckt und zu allem Überfluss kommen auch wieder Regen mit dazu. 90% beträgt das Niederschlagsrisiko. Eine Regenjacke sollte zwingend zur Kleiderordnung gehören. Schirm wird Mist. Aber erstmal zu den Temperaturen, liebe Zuschauer. Im Kurort Seifen am Fuße des Schwartenbergs stehen 6 bis 1 Grad zu Buche. In Schönbrunn am Ambrosgut klettert das Quecksilber auf 7 bis 2 Grad. Und in Waldkirchen unten am Wehr werden 8 bis 3 Grad erwartet. Der Wind macht es den Schirmen richtig schwer. Er lässt ihnen kaum eine Überlebenschance, denn er bläst nach wie vor in kräftigen Sturmböen mit bis zu 74 Kilometer pro Stunde aus westlicher Richtung. Ja, und so geht's die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick aufs anstehende Wochenende. Der Samstag bringt aller Voraussicht nach die Sonne zurück.
Am Nachmittag strahlt sie von einem leicht bewölkten Himmel. Vormittags ist es bedeckt und regnerisch. Dabei geht es mit den Temperaturen rauf ins Zweistellige. 12 bis 6 Grad werden erwartet. Der Wind stürmt dabei weiter aus Südwesten. Der Sonntag liefert dann ein Spiegelbild vom Samstag ab. Er beginnt mit einem leicht bewölkten Himmel und Sonne und endet bedeckt mit Regen. Mit 13 bis 7 Grad bleibt es angenehm, aber der kräftig böe Wind aus Westen relativiert das Ganze. Ja, wie weit es am Wochenende dann mit den Temperaturen raufgehen könnte, die genauen Werte, die verrate ich Ihnen dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's erstmal aus dem Regionalwetterstudio. Das war's dann auch vom Donnerstags-Megional und das bedeutet, dass wir am Ende von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Freitag für Sie hier zur Stelle und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's im Internet unter www.mef-lein.de. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend mit Ihrem Mittelerzgebirgsfernsehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.